So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich trage einen großen rosa Teddybären aus Risky Reels 100 Meter weit. Ja, das kann ja lustig werden. So kriegt man die Leute auch wieder nach Risky Reels, weil das Event war ja nicht gerade so der Burner. Wir machen das Ganze in Gruppenkeile. In Gruppenkeile deshalb, weil wir können halt öfters versuchen dahin zu gehen, müsste eigentlich gehen. 100 Meter hat man eigentlich schnell gemacht, schau halt nur nicht, dass es total bei den Gegnern liegt. Aber kurze Info an alle, die wegen der Skin-Verlosung etc. da sind, keine Panik, es gibt eine Skin-Verlosung auf meinem Kanal, aber allerdings nur für Mitglieder. Wie läuft das Ganze ab? Ganz einfach, ich spiele im Stream Solo-Runden, sollte ich eine Solo-Runde gewinnen, verlose ich einen Skin. Also ganz, ganz einfach. So, weil es jetzt um die Aufgabe geht, wie gesagt, wenn ich dir jetzt schon damit helfen konnte, gleich wo ich dir zeige, wo alles ist, gern ein Like da lassen, wenn du magst, natürlich auch ein Abo. Falls du auch Bock hast auf Custom Games, auch gerne ein Abo, weil wie gesagt, in Livestreams ist eigentlich immer ganz lustig. Und ich würde sagen, wir haben einen gepflegten Chat. Also ich würde sagen, von vielen Streamern habe ich so mit den ordentlichsten Chat, ohne anzugeben. Also wenn ich da gerne mal überzeugen willst, gerne mal im Livestream vorbeischauen. Ich denke mal, du wirst es definitiv nicht bereuen. So, dann an alle, gerne noch meinen Creator-Code eintragen, yt-familyhack, bisschen Werbung muss es sein. So, wo müssen wir hin? Risky Reels gehen. Genau. Ich glaube, da wird jetzt die Hölle los sein. Gerade mal gucken, nicht, dass einer doch noch sein Headset hier anschmeißt. Nein, alles noch gespeichert. Abfahrt. Jetzt wird's lustig. Mal gucken, wie viele Gegner da rumtouren. Gucken, wie viele Teddybären wir kriegen. Wie gesagt, Risky Reels. In der Mitte sind anscheinend Teddybären. Die kann man aufheben. Und damit müssen wir halt, wie gesagt, 100 Meter laufen. Mal gucken, wie das Ganze jetzt funktioniert. Und ich denke mal, die meisten werden jetzt schon wahrscheinlich selber unterwegs sein. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Einfach so ein kleines Like auf Ehrenbruder-Basis. Man kennt sie. So. Das Problem ist, der Gegner wird safe als erstes hier sein. Oh Gott, ich bin schon viel zu tief. Ah, machen wir es anders da. Ich hoffe halt nur, dass noch genug Teddys gleich da sind. Der Gegner ist da. Oh, FPS-Drops sind auch da. Danke dafür. Natürlich, er hat direkt eine Pump. Aber die Zone ist sowieso hier. Oh, aber warum muss er eine Pump haben? Aber habt ihr wieder diese FPS-Drops gesehen? 8 FPS. So, wo sind die Teddybären? Ah, da in der Mitte. Der Danny ist auch schon einen im Suchen. Ehrenmann. Oh, er wird auch von dem Scheiß die Toten da weggeholt. Lauf, lauf, lauf. Lauf! 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 Nein! Und? Trägt sich schon aus? Lauf! 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 Was? Das waren ja wohl 100 Meter, oder nicht? Das müssen 100 Meter gewesen sein. Auf jeden Fall. Reskills, Orientierung ist gerade komplett weg. Ich bin natürlich am Arsch der Welt. War das keine 100 Meter? Das waren mehr als 49 Meter. Dann müssen wir nochmal dahin. Oh Mann, ist das anstrengend. Das waren mehr als 49 Meter. Also jetzt mal ohne Quatsch. Und ihr hört meine Kinder im Hintergrund. Corona sei Dank. Alle nicht ausgelastet. Da, 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 und Gott, was veranstalten meine Kinder wieder im Wohnzimmer? Nur an da Alarm schieben. Ist noch ein Teddybär da? Ja, hier ist noch einer. Zap, tarap, zap, tarap, zap, tarap. Aufheben, lauf. So, wenn ich jetzt genauso weit wie eben laufe, müsste ich es ja eigentlich schon fast haben. Eben hat man 49 Meter. Wie weit können wir den denn tragen? Können wir mal ausprobieren. Wie weit können wir den tragen? Aha. Wir laufen weiter. Ja komm, irgendwann müssen wir noch mal die 100 Meter haben, oder nicht? Hä? Wollen wir mich hier veräppeln? Hallo? Aufgabe verbuggt. Aha. So, wir laufen jetzt mit dem Ding. Level 183. So, allen, denen ich jetzt schon helfen konnte, gern, wie gesagt, gern, 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 gern.
Like da lassen, Abo da lassen, ihr kennt das. Die anderen, die natürlich wieder ein bisschen supporten wollen, gerne dabei bleiben. Ich danke euch wirklich. Also alle, die wirklich immer die Videos bis zum Ende gucken, das sind die wahren Supporter. So, aha, noch ein bisschen Munition. Aber ich habe schon gedacht, also das Ding muss man hinschmeißen, damit man die Mission auch fertig hat. Ansonsten kann man laufen, bis man schwarz wird anscheinend. Und das Problem ist natürlich, jetzt bleibt der hier liegen. Kann man den eigentlich kaputt machen? Und wie viel FPS? 3. Ne, kaputt machen kann man den nicht, aber man kann mit dem halt überall hinlaufen. LOL. Kann man eigentlich eine Challenge rausmachen. Wer kriegt den Teddy so und so weit? Aber man müsste halt so einen Zähler haben. Wie viel Meter ist man mit dem Teddy gelaufen? Oh Mann, ey. Das habe ich schon wieder Ideen, ey. Warte mal, von Fancy Farm. Bis wohin könnte man den denn bringen? Bis nach Holly? Wäre eigentlich mal so eine geile Challenge. Ich will nicht wissen, 3 Tagen Standard Skill und Stil wieder irgendwas gemacht. Oder Monte. Wie weit können wir den Teddy tragen? Man kennt ja die Dullis. So, noch schnell ein bisschen XP absammeln. Oha, 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 oha. So eine Eier wäre nicht schlecht, ne? So eine Eier. So, Nacken. So. Gehen wir die mal ganz entspannt abfarben. Hat keiner gesehen. So viel zum Thema Abfarben. Ja, warum muss der Idiot sich auf da oben einmischen? Warum? Ich bin doch nur dahergegangen, wollte mal ein bisschen gucken. Aber jetzt wisst ihr wieder. Oh, jetzt reicht's mir aber. Aim? Was ist denn? Aim? Oh, jetzt fängt er an zu flexen. Jetzt will er flexen. LOL, er lebt halt immer noch. Wetten, er holt mich jetzt noch. Aha. 39er Headshot. Das war's an der Stelle dann komplett. Ehre wiederhergestellt. Ne. Die Ehre kann man nicht herstellen. Boah, wir sind wieder beim alten Thema. Gruppenkeile, ey, ist einfach inzwischen gefühlt lost geworden. Ach, kommt er wieder, will er sich rächen? Wieder an der Stelle komplett peinlich, peinlich, peinlich. Was ist das denn, ey? Gruppenkeile ist sehr entspannt geworden, also im Gegensatz zu früher. Tiefenentspannt. Früher konntest du hier die halbe Lobby auseinanderholen, inzwischen kannst du haken. Gefühlt alle Aim bekommen. Zack. Abstauber, Abstauber, Abstauber. Aber der hat mich doch eben gekillt, ne? Haha, Ehre wiederhergestellt. Ach ne, ich habe ja keine. Scheiße. So, wo haben wir denn hier noch einen? Steht da hinten einer? Headshot? Headshot. Lohnt sich. Die blaue Farmers. 40 HP. Guck mal, oh Mann, wie soll man denn mit 4 FPS da vernünftig spielen, ey? Vergiss es. Und wieder 6 haben. Ach Gott, ey. Er macht fast noch die 60.
Ich hab doch geschossen, Mann. Ich glaube, ich werde in dem Spiel nie besser. Aber vielen Dank für euren Support. Wer jetzt noch dabei war, schreibt einfach mal Frosch in die Kommentare. Und in dem Sinne, haut rein.